Das berufliche Schulzentrum in Reichenbach möchte neue Wege gehen. Im kommenden Schuljahr soll mit der Fachschule für Kältetechnik das Ausbildungsangebot erweitert werden. Vor allem Facharbeiter aus der Kälte- und Klimabranche sind angesprochen. Sie können hier den Abschluss zum staatlich geprüften Techniker erlangen, der sie zur Arbeit im mittleren Management qualifiziert. Der Fachschüler hat ja bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung, besitzt auch Berufserfahrung in einschlägigen Berufen der Kälte- und Klimabranche. Und wird von uns dann in einer zweijährigen Vollzeitausbildung weiterqualifiziert, um solche Anlagen zu planen, zu optimieren, um Kunden zu beraten, Projekte zu steuern und so weiter. Also alle Inhalte, die letzten Endes in der Berufsausbildung schon vermittelt worden waren, werden auf wesentlich höherem Niveau weitergeführt. Und zusätzlich besteht die Möglichkeit, auch Bausteine am BSZ zu absolvieren, die dann zum Studium an einer Fachhochschule berechtigen. Die berufliche Ausbildung im Bereich Kälte- und Klimatechnik hat in Reichenbach Tradition und der Standort als Kompetenzzentrum einiges zu bieten. Davon konnten sich Interessierte während eines Tages der offenen Tür am 1. März schon mal ein Bild machen. Sie sehen hier einen Verdichter der hermetischen Reihe. Es handelt sich um eine Zweizylindermaschine. Da sehen Sie hier die beiden Zylinder, die also entsprechend dann das Kältemittel verdichten. Dieser Verdichter wird hauptsächlich in der Tiefkühlung verwendet. Auch diese Anlage wird den künftigen Auszubildenden und Fachschülern als Anschauungsmodell dienen. Sie ist eine der Siegeranlagen, die bei der Berufsweltmeisterschaft 2013 in Leipzig innerhalb von 16 Arbeitsstunden gebaut wurde.